Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD! Ja, im letzten Part haben wir uns hier weiter durch dieses schöne ONBS-Gebäude gekämpft, geschmuggelt, wie auch immer. Und wie ich im letzten Part schon angesagt hatte, ja, bin ich ein bisschen trainieren gegangen. Und zwar unser kleines Trassler und das Knilz eben erlöst, damit wir da auch ordentlich weitermachen können. Das hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, ich habe nur 5 oder 6 Kämpfe habe ich gemacht und dann war die Sache auch schon erledigt. Sonst viel trainieren bin ich nicht gegangen. Ja, und wie man sieht, unser Trassler heißt es Prince. Ganz was Edles. Ja, ich war versucht, es Gardehorst zu nennen, aber dieser Name ist ja leider schon vergeben. Es wäre ja auch zu blöd, wenn ich das ja auch noch machen würde. Wäre ja bescheuert. Ja, und unser Knilz heißt Mush. Mush, einfach Abkürzung zu Mushroom, was sehr englisch ist, und Pilz heißt, und mein Knilz ja ein Pilz ist, heißt es jetzt Mush. So. Jo, und dann würde ich sagen, ohne große Unschweife, ohne großes Pipapo, bin ich jetzt gerade überlegen, ob wir hier unten schon waren. Waren wir aber, glaube ich, schon, oder? Ja, da drin, genau, da haben wir uns das Item jetzt endlich mal rausgeholt. Und wir waren ja hier oben, haben gerade Malte gerettet von diesen ganz bösen, fiesen Kryptotypen, ne? Und dann sollen wir ja jetzt noch die kleine Shio retten. Mal gucken. Wirkst du voll, jetzt sieht die ROM raus. Von allen Leuten musste sie natürlich ausdrücklich dir in die Hände fallen. Bei dem Computergenie. Ich kann sie dir nicht überlassen. Also gut, lass meine Schwester gehen. Die CD-ROM ist hier. Bravo, Junge. Du bist ein schlaues Bürschchen. Her mit der CD-ROM. Und keine Faxen. Vielen Dank für die CD-ROM. Lass mich raten. Du findest es nicht weiter tragisch, dass ich sie jetzt wieder habe, weil du die Daten auf dem Server gespeichert hast, nicht? Captain, wir haben das Löschen der Daten vom ONBS-Server beendet. Alle Daten wurden gelöscht. Was? Boah, deshalb bin ich ja die Ruhe selbst. Wie gemein, nicht wahr? Wir sind ja so fies. Nun, vielen Dank jedenfalls für die verzügliche Gastfreundschaft. Aber wir müssen jetzt leider gehen. Deine Schwester kannst du behalten. Die brauche ich nicht. Die ist total doof. Nein. Gio, bist du in Ordnung? Ja, wir ziehen ja noch drin. Was hast du denn hier zu suchen, du Popel? Ich hasse es, grob werden zu müssen, aber ich hab's eilig, außer mich. Dann renn doch an mir vorbei und lass mich hier einfach stehen, wenn du doch so eilig hast. Du lieber Errol, du zu viel im Fitnessstudio warst und keine Ahnung und einfach total bescheuert bist. Und nervige Pokémon. Prince hatte nicht mein nächstes Level erreicht, so wenig Erfahrungspunkte hat er gekriegt. Ist auch nicht weiter tragisch. Was machen wir denn am geschicktesten? Ich muss sagen, wir machen Konfusion auf Kakilo und Knilz. Mord, mein Ding. Machen wir mal mega sauber. Giraffe. Knilz hat jetzt auch nicht so die atemberaubenden, total scheiße, was soll der Mist denn jetzt schon wieder beraubenden Attacken. Das ist natürlich knallhart zurück. Aber das kommt ja nicht noch. Spätestens wenn sich so Kapilz weiterentwickelt mit den ganzen Kampfattacken, die dann noch zukommen. Es wird ein sehr schönes Pokémon. Wenn es denn überlebt. Gott, was ist hier los? Jetzt bin ich aber doch diejenige, die alle mit einem Treffer verkauft. Irgendwas muss passiert sein, als ich das letzte Mal das Ding ausgemacht habe. Keine Ahnung. Dann machen wir das einfach nochmal so und jetzt kriegst du erstmal eine schöne Bissattacke von Hades, weil du einfach bescheuert bist. Pam! So. Ich kann auch brutal sein, ja? Kann ich auch. Und das reicht Level 21. Woo! Alles bleibt so wie es ist. Ein Funkiefer. Das sollte genau. Das habe ich nicht gerade so gedacht. Das müsste ein Pokémon sein. Ist es auch, was wieder heißt, ich kann sich mit Blut angreifen. Ah. Doof. Autsch. Mann. Rutsch. Und ich mache immer noch ein mega sauber. Das leider nicht ganz so viel bringt, aber ein bisschen Kapier auf jeden Fall steckt. Konnte es nicht sogar Heilung? Ich weiß es gar nicht. Doch, kann auch Heilung. So, dann machen wir da einen Biss drauf und du machst mal kurz eine Heilung. Wenn es dann denn noch steht. Gucken wir mal. Willst doch stark hoffen.
Ah, Kakelo ist jedenfalls Matsch. Jetzt kommt es drauf an, wie schnell Flynn Kiefer ist. Ich habe so die leise Ahnung, dass es vielleicht schneller ist. Was ist sogar noch? Es hat einen Raichu. Oh mein Gott! Es hat einen Raichu. Jupp, es ist schneller. Und Matsch. Ist das Matsch? Mein Arm ist knüll. Seemos möchte ich ungern da reinschauen, jetzt ist schon da. Auch weil es nicht gerade sehr schnell ist, das nehmen wir lieber unser Voltos. Und Raichu weisen einfach mal. Und von Kiefer kriegt einen Donnerschock ab. Sollte es eigentlich überleben. So locker. Kann man ja noch einen drauf brezeln. Ist es nicht wunderschön? Das lässt mit der Zeit nach, dass sie so wie um Hundemann rumherum himmeln. Nein. Aber egal. Vielleicht jetzt Schaufler macht mich nicht lustig. Und das finde ich auch nicht lustig. Ich werfe einfach mal einen Ball. Raichu kann ich diese Runde eh nicht angreifen. Und du machst Donnerschock. Falls es nicht reingeht. Oh nein, es hat fast geklappt. War du fast. Das hat auch nicht einmal gewackelt, aber einmal hat es gewackelt und nicht gewackelt. Was heißt denn das? Ich verstehe manchmal diese Logik nicht hinter diesen blöden Sätzen, die da einfach nur so stehen, wenn das Pokémon nicht in den Pokéball reingeht, weil wenn du scheiße, es hätte fast geklappt, dann war es beim letzten Wackeln. Und das tut weh, verdammt! Der macht mich ganz schön platt, ne? Haha. Kannst ja gar nicht angreifen. So, ich kümmere mich erstmal um Raichu. Dann diese blöde Raichu. Nein, Raichu ist nicht blöd. Aber es nervt gerade ein bisschen. Ich möchte die Wiesattacke in der Hoffnung, dass es jetzt gleich zurückschreckt und einfach mal schön sehen, ob es drauf donnern kann. Na, schade. Und das geht hundertprozentig auf unser Watergate. Geht. Es geht. Überlebt, hallo? Das reicht schon nicht. Kaputt. So. Bleibt noch Flunkiefer, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Jupp. Ja, war schon klar. Boah, hm. Mein Arm ist klein. Ich wollte wirklich was kaputt machen. Ich habe ja noch einen Pupanze. Meine totale Geheimwaffe. Die ich eigentlich nie einsetze. Aber egal, hier hast du ein Popanz. Du kannst dich dann aufhoben. So. Da ist noch ein Ball am Kopf. Der Ball Nummer 2. So. Und du machst einen Sandwirbel. Wirbeli, wirbeli, der Boom. Jetzt muss ich sofort die Pokéball bewohnen. Ich gehe die Pokémon mit dem Tisch nicht. Ah, du bist so was für ein Kampfprofi. Du blöd Mann, du hast meinen Hundemann kaputt gehauen, du hast meinen Drassler kaputt gehauen, du hast meinen Debabs kaputt gehauen. Und meinen Masch hast du auch kaputt gehauen. Hau bloß ab. Felix, wie konnte das geschehen? Aber ich habe erledigt, weswegen ich kam. Also kann ich jetzt gehen. Mit der CD-ROM, also dann. Waldmanns Dank. Waldmanns Heil. Hau bloß ab. Leute, Leute, was geht denn hier ab? Oh, Duncan, geht es dir gut? Du hast uns alle gerettet. Aber die Datenanalyse ist nicht komplett abgeschlossen. Mist, diese blöden Männer von Team Krypto. Aber dann konnten wir mit dem, was wir entschlüsselt haben, einen Teil des hinterhältigen Kryptoplans aufdecken. Zum Beispiel steckt Team Krypto hinter dem Verschwinden des Frachtschiffes Libra. Oh mein Gott, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und es geht noch weiter. Den Kryptoplan einen großen angelegenen Angriff auf Fennec. Oh nein, nein, ist das auch wirklich wahr? Leila fuhr nach Phoenix. Sie wollte nachforschen, warum das städtische Kommunikationssystem nicht mehr funktioniert.
Was? Team Krypto kann dort jede Menge zuschlagen. Nicht im Moment zuschlagen. Mein Gott. Danke, wir brauchen deine Hilfe. Könntest du bitte den Bürgermeister von Fennec über Team Kryptos geplanten Überfall in Kenntnis setzen? Fennec ist östlich von hier. Unterrichte die Stadt schnell von dem geplanten Kryptoüberfall. Okay, dann hau ich jetzt mal ab. Es scheint dann gut zu gehen. Ihr habt euch hier ganz schnell erholt. Dass die Daten verschwunden sind, macht überhaupt nichts. Nein, wir hätten die vielleicht gebraucht oder so. Haben wir wahrscheinlich wieder vergessen. Ich verheile jetzt mal meine Pokémon. Damit ich vielleicht wieder kämpfen könnte. Da hat mir doch irgendwo ein Level-Up gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht. Mal schade, aber kann noch nicht zurückgesetzt werden. Was heißt zurückgesetzt werden? Nach hinten geschoben werden, getauscht werden, sich ausruhen. Nein, er muss noch weitere 5 Level leiden. Nein, mindestens 4. So, und jetzt sollen wir nach Fennec. Mal sehen. Ob die uns da reinlassen? Warum sollten sie nicht? Ach, wir sind berühmt. Nein, wir sind nicht berühmt. Wir sind ja nicht seht. Ach, nein, wir sind danke. Dann haben wir eine Krallmaschine und es spricht sich auch ein bisschen rum, dass wir eine haben, aber nein. Was? Der passt auch gerade rein, ne? Was geht's dir gut? Ich sage wirklich sehr viel, aber wir hätten auch nicht so unvorbereitet sein dürfen. Ich habe Kommissar Herkul eben erzählt, was sich hier abgespielt hat. Das hast du aber fein gemacht. Erschreckt bloß nicht die Gäste. Alter, da passt er gerade mal so rein, ey. Dum, 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 dum. Hi, tschüss. Gegen die kämpfe ich immer noch nicht. Hi, tschüss. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Ich musste nach Fennec reisen und den Bürgermeister warnen. Nach da hinten, zum Wasserloch. Das wunderschöne Fennec. Immer noch total übertrieben viel Wasser. Hi. Nanu. Willkommen, Fennec. Und ein großes Hurra. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst es nicht glauben, aber du bist der 1.000.000. Besucher, Fennec. Boah. Alles klar, Dankeschön. Erhältst du diese CD-Box. Sie enthält sogar ein paar Kampf-CDs. Wow. 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 Freust du dich? Hier am besten gleich zum Lagerturm. Er ist nicht weit von der Stadt. Los, los, los. Und somit hat sie uns aus Fennec rausgeschmissen. Das geht gar nicht. Was ist denn da? Erst, dass die Kampfeinrichtung für Trainer den Kampf zu diesem Kampf zu Sims abhalten können. Na los, geh schon. Jetzt hat sie uns offiziell rausgeschmissen, ja? Wir können auch gerne versuchen, wieder reinzugehen. Sie will uns immer wieder zum Lagertor schicken. Also sparen wir uns dann. Ja, diese Kampf-CDs, die wir gekriegt haben, wir erinnern uns an den allerersten Part von Pokémon XD. Da hatten wir diesen schönen Kampf zwischen Ruta Landau und Metagross. Genau solche Kampf-CDs sind das. Und solche simulierten Pokémon-Kämpfe kann man da dann bestreiten. Und weil sie uns ja eh in Fennec nicht wieder reinlassen würde, gehen wir dann auch gleich mal zum Lagerturm, zu diesem riesigen Turm mit vielen fantastischen Amnesien-Dings-Pups da. Und da kann man tolle Sachen machen. Und wir müssen ja auch komplett reingehen und alles. Das ist wieder dieser total übertriebene Turm oder so ein Hein und Floyd. Moin, was macht ihr denn hier? Was hat es nur für diesen Kampf zu dies? Pokémon tauchen auf? Alles klar, aber ist der Kampf vorbei, verschwinden sie einfach? Man darf sie nicht behalten? Nein, es ist eine Simulation. Ach Menno, ich habe all meine Erspartes dafür ausgegeben, weil ich dachte, ich bekomme seltene Pokémon für alle echte Pokémon. Da habe ich sprichwörtlich Geld zum Fenster rausgeworfen. Ich verschwinde von hier. Was sollen wir mit diesem Kampf dies jetzt machen? Was bringen sie, wenn man keine richtigen Pokémon bekommt? Am besten einfach wegschmeißen. Ihr seid ein bisschen blöd im Kopf, könnt ihr sehen. Ja, richtig weggeschmissen haben sie jetzt nicht. Ab jetzt kann man nämlich überall hier in Oro diese Item-Kampf-CDs finden. Die lügen dann halt hier überall so rum. Hier ist gerade nicht, hier ist nur Protein drin. So, und halt, da kann man diese Simulationen machen. Könnt ihr gerne mal suchen gehen. Die ganzen CDs werde ich so nebenbei machen. Gibt so ein paar Sachen, wo ich wüsste, wo welche sind. Ich habe aber noch nie alle gefunden. Ich muss wirklich alles abklappern, was es hier gibt. Komplett alles. Und noch ein Item. Wir gehen aber hier gleich direkt hier rein.
Weil wir sollen uns ja drinnen alles anschauen, sonst kommen wir nicht nach Fennec. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir überhaupt eine Kampf-CD machen müssen. Weiß ich gar nicht. Aber jetzt hier, come on. Zum einen hat diese Kampf-CDs machen, was da jetzt im Raum ist. Und zum anderen haben wir hier noch was anderes, was ich eigentlich viel lieber mache. Hier kann man nämlich ein wunderschönes Spiel spielen, nämlich Kampf-Bingo. Wie kann ich dir behilflich sein? Komm, wir spielen einfach mal eine Runde. Kostet so 500. Hab's ja, ne? Ja, natürlich gleich die leichteste Karte. Einfach. So sieht das Ganze dann aus. Man kann dann halt... Ja. Wir haben halt unser Dragonier. Und hier haben wir dann halt die verschiedenen Typen, die uns da erwarten. Und dann halt auch so Fragezeichen-Dinger. Und wie das... Ganz genau funktioniert, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls ist das eigentlich ziemlich einfach, hier alles abzustauben. Ich glaube, wenn man ein Pokémon besiegt, kriegt man es dann halt zu. Dann kann man das nächste Feld machen und so weiter und so fort. Und ich fange mal mit dem Feld an. Halt, unter Dragonier war noch so eine Zahl. Steht, wie oft man das einsetzen kann. Das ist halt einmal. Der Dragonier werde ich noch einmal einsetzen. Was ich jetzt aber nicht tun will, weil ich jetzt erstmal den Flammy voll mit Futter voller Wegdonner. Jo, das ist halt die einfachste Karte davon. Das geht nicht ziemlich schnell. Und es ist halt einfach. Bei den anderen Karten kommen noch mehr Elementtypen dazu. Die Anzahl der Felder ist immer gleich, aber halt diese Elementtypen sind dann noch extra noch mehr dazu, damit es doch schwieriger ist. Weil dann muss man halt gucken, wo man anfängt, am besten, wie man was kriegen kann und bla bla und so. Es erklärt sich eigentlich schon von selber. Ach ja, um das Ding zu fangen, haben wir links noch die Meisterbälle, fällt mir jetzt gerade auf. Stimmt, ja, da war ja noch was. Ah, ja. Ist ja logisch, sonst kriegen wir die Pokémon ja nicht. Wenn man sie hauen sie ab. Genau so war das. Muss man ja erstmal wieder reinkommen, ne? So, da kann man hier nämlich Meisterbälle füllen, dann fängt man sich das Roselia ein. Katsching! Pui, gefangen. So schnell geht das. Weil dann kann ich jetzt auch, man sieht's, Dragonia hat jetzt keine Punkte mehr, kann ich mit Roselia da jetzt einfach mal so einen Loop machen. Kann sein, dass ich das jetzt gar nicht schaffe mit der Karte, weil ich eben Scheiße gebaut habe, weil ich die Flamme nicht bekommen habe. Was jetzt sich aber auch nicht schlimm ist, weil mir ist der Tropi gefangen, deshalb gleich wieder mehr Pokémon. Wow. Hi, Tropi, mein Tropi. So. Seht ihr, ich kann auch nicht nach oben gehen jetzt. Also ich müsste jetzt an dieses das nehmen, das hier nehmen oder halt da. Oder ich kann auch das hier nehmen oder da. Wie man es halt am besten möchte. Ich werde aber das nochmal nehmen. Das ist ein Bonusfeld, was man aufdenken kann. Kriege ich Meisterball dazu. Und dann gehen wir hier rein. So, mit der Dropi, anderes bleibt uns ja nicht übrig. Und schnappen uns auch das Kolomander. Flup und weg ist es. So. Dann gehen wir gleich mal auf das Pflanzenfeld. Mathe Glumando. Dann haben wir seinen Kick gebohrt. Also wirklich kein Problem, wie Glumanda sein sollte, weil er Flammenwurf und Glumanda kaputt. Aber jetzt machen wir das lieber sauber ein. Weil ich so schneller ist. Aber wo ich nicht so viel Schaden macht, wegen Feuer. Kaputt. Stocksteif gefroren und dann kippt es um. Tschüss, Gekkebock. Es hat sich hingesetzt. Oh, ist das niedlich! So. Auch nochmal weg. Ist da wohl erwartet. Hm, könnte es ein Endivier sein? Und ja, es ist ein Endivier. Oh mein Gott, ich habe ja so eine Angst. Aber ich habe ja meinen Glumander. Und es ist schneller als Endivier. Und es brutzelt erstmal. Ist voll. Mal weg.
kaputt. So, nimmst du eine Reihe und schon mal nur gepunkt worden. Jetzt habe ich einen neuen Punkt gekriegt, den ich hier verteilen kann. Werde ich Roselie geben. Weil dann kann ich hier gleich mal so machen. Und dieses kleine, total knuffige Fopsen-Sekunden. Gigasauer. Oh nein, es setzt Surfer ein. Warte. Wo hol ich mir die KP halt wieder zurück? Mit dem Volltreffer natürlich. Das ist, ob die Attacke noch nicht stark genug wäre. Mups. Da. Und dann haben wir 10 Coupons. Bingo Coupons, Boko Bon. So ein Kram halt. Ich habe wieder einen Punkt zum Vergeben. Den geben wir mal. Roselia, gut. So. Dann schnappen wir uns doch das Feld. Als Schluss ist es wirklich nur so ein Abgeklapper. Ich hau den kaputt, ich hau den kaputt. Ich kann auch alles mit Dragonier kaputt hauen. Das ist auch kein Ding. Weil Dragonier hier gegen alle eigentlich nicht sehr. Also, dass die Attacken von einer Pokémon nicht sehr effektiv sind gegen Dragonier. Also, kann vielleicht auch mal als Dragonier reinkloppen. Also. Und weg ist gar nicht, Manni. So, nochmal das. Mal Wasser. So, und die Drupi wird gleich einfach mal, wenn Vulpix dann Bambo fertig ist, jetzt mit einem Surfer wegschwimmen. Man merkt auch ziemlich, dass die Pokémon-Kämpfe jetzt nicht gekappt sind. Schnell vorbeigeht. Weg ist es. Oh, noch eine Reihe. So. Wer den kriegst, ist eigentlich egal. Weil wir haben jetzt hier nur noch eine Wahl. Wenn ich jetzt das nehmen würde, hätte ich verloren. Das ist total bescheuert, also nehmen wir das. Weil was kann denn da drunter sein? Oh, erstmal kriege ich eine Reihe und dann kriege ich sogar nochmal zwei extra Punkte. So, jetzt muss ich gucken, was ich da habe. Ich kriege nämlich immer Nuselier ein und Roselier noch ein und. Dann machen wir das hier nochmal schnell fertig. Habe ich die Dropi genommen? Echt? Habe ich jetzt gerade die Dropi genommen? Ah, verdammte Scheiße, irgendwas musste ja noch passieren. Ah, das finde ich immer lustig. Verdammt! Autsch! Das ist nicht effektiv! Hallo! Bam! Scheiße, dass es Remoraid schneller ist. Oh nein, das hat meine Drupi besiegt! Das kriegt den Punkt nicht! Total dämlich bin und nicht aufgepasst habe. Oh. So, jetzt aber. So, du blödes Remoraid. Das doch verdammt schnell sein muss, ne? Wenn man wieder einen Volltreffer macht. In solchen Volltreffern kann man ja total verlieren. So. Tun wir voll. Dort. Ah. So, jetzt habe ich überhaupt aufgepasst. Aber die noch schon ist ein Tiki. Das fehlt dir ja noch.
So weird. Gigasauger. Wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen uns mit Gigasauger bekämpfen. So. Shiki ist verschwunden. Es hat sich die Luft aufgelöst. Es ist schneller als mit Ruby. Wenn Ruby so langsam ist, hätte ich das ehrlich nicht gedacht. Ich habe mit Ruby irgendwie schneller in Erinnerung. Dein Lebenhüpfer. Hast du schon mal echte Lebenhüpfer gesehen? Die sind voll drollig. Voll winzig klein. Sieht gar nicht aus wie eine Ruby übrigens. Nicht wirklich. Nidadam kriegt jetzt Kommando! Und voll die Flamme ins Gesicht! Blutze, 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 blutze. Tod. Das ist umgefallen! Und damit bleibt er nur ein Feld. Wer das Ding jetzt kriegt, ist total scheißegal. Und dann das noch. Bam, bam, bam. Krieg ich sogar noch einen Zugkrieg. Und wow, ich hab's geschafft. Wow, bin ich gut, ne? Das Ding hüpft uns. Du hast die Drachenkarte geschafft. Einen Moment bitte. Du hast 10 Bingo reingespielt. Wir rechnen die Verwirrung B und so. Du hältst 240 Punkte bei uns. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. Der Meister in diesem Preis. Wow. Eta. Brauche ich ganz dringend. So, was ich auch ganz dringend brauche. Nein, ist nicht der Kryptobis. Oh, Panzer. Das will ich natürlich offline machen. Panzer lösen. Weil das ist ja auch jedes Mal das gleiche, wie das immer aussieht. Das müssen wir nicht sehen. Und ich würde sagen, im nächsten Part, versuchen wir mal wieder nach Fennec reinzukommen. Weil wir haben da ja noch was zu erledigen. Die olle Tante uns hat da ja wieder rausgeschmissen. Jetzt müssten wir da eigentlich wieder reinkommen. Wenn nicht, gucken wir halt, was wir hier machen müssen, damit wir da reinkommen. Und das würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Part bei Pokémon XD. Bis dann, tschüss.